Sind Elektroautos wirklich so umweltschädlich wie Benzin oder Diesel? Und was passiert mit den Akkus, wenn sie im E-Auto nicht mehr verwendet werden können? All das, darum geht es jetzt in diesem Video. Ja, woher kommt diese mediale Negativität gegenüber den Elektroautos? Schlagzeilen wie E-Autos schaden dem Klima mehr als Diesel, die waren bis vor kurzem noch sehr häufig zu lesen. Diese Meldungen sind aber falsch. Warum? Im Dezember 2019 wurde eine Studie, die sogenannte Schweden-Studie, die als Grundlage für viele dieser Falschinformationen bildet, die wurde genau aus diesem Grund neu überarbeitet. Leider verbreiten sich aber noch immer viele Falschmeldungen, die diese Studie als Grundlage herbeiziehen. Warum das so ist, das sehen wir uns jetzt mal an. 2017 wurde die sogenannte Schweden-Studie veröffentlicht. Mittlerweile gibt es die Schweden-Studie neu, die wurde Ende 2019 veröffentlicht, mehr dazu gleich. In der alten Studie haben Forscher des schwedischen Umweltinstituts IVL errechnet, dass bei der Batterieherstellung 150 bis 200 Kilogramm CO2-Äquivalente, das bedeutet CO2 und andere Treibhausgase, pro Kilowattstunde der Batterie ausgestoßen werden. Aus dieser Schweden-Studie wurde dann eine oft zitierte Zahl abgeleitet, die in Diskussionen und in Schlagzeilen immer wieder verwendet wurde. Demnach sei ein Elektroauto allein durch die Herstellung verantwortlich für 17,5 Tonnen CO2. Und damit wurde dann auch weitergerechnet und so entstand die Aussage, ein Elektroauto sei erst nach 8 Jahren grüner als ein Benziner. Diese Annahmen sind nicht nur problematisch, sondern grundsätzlich falsch. Diese 17,5 Tonnen CO2, die entstanden von einem weiteren Journalisten, der weitergerechnet hat. Er hatte für seine Rechnung die Schweden-Studie herangezogen, nahm den Mittelwert und hat sie mit der damals größten verfügbaren Batterie, das waren nämlich 100 Kilowattstunden, multipliziert. Das bedeutet, 175 mal 100 ergab den Wert 17,5 Tonnen CO2. Für viele andere E-Autos wurde dann einfach die Akkugröße hergenommen und mal diesen Mittelwert gerechnet und so hatte man dann diesen ominösen CO2-Fußabdruck, diese Vorbelastung des Elektroautos. Also nochmal, diese Annahmen sind nicht nur problematisch, sondern grundsätzlich falsch. In der ursprünglichen Studie des Umweltinstituts EVL tauchen diese 17 Tonnen CO2 pro E-Auto ohnehin gar nie auf. Noch dazu handelt es sich bei dieser Studie um eine Metastudie, welche einfach 10 ältere Studien herannimmt und auswertet. Das heißt, diese älteren Studien, die basieren auf Daten und Zahlen, welche so gar nicht mehr zutreffen. Da es von vielen Rahmenbedingungen abhängt, wie viel CO2-Belastung ein E-Auto in der Herstellung hat, kann man einen pauschalen Wert gar nicht so einfach festlegen. Warum das so ist, das sehen wir uns etwas genauer an. VW und Tesla stellen ihre Batterien zum Beispiel ganz anders her. Die Akkus des Tesla Model 3 werden in einer Gemeinschaftsfabrik von Tesla und des japanischen Batterieherstellers Panasonic in Nevada gefertigt. Die Fabrik hat den Namen Gigafactory One und ist mit einer Fläche von 0,5 Millionen Quadratmetern das größte monolithische Fabrikgebäude der Welt. Das gesamte Dach ist mit Photovoltaikmodulen bestückt. In der finalen Ausbaustufe wird Sonnenstrom dort eine installierte Gesamtleistung von 70 Megawatt Peak haben und den Großteil des Energiebedarfs der Akkufabrik decken. Tesla Elektromotoren werden also nahezu CO2-neutral hergestellt. Panasonic fertigt in der Gigafactory nicht nur die Lithium-Ionen-Zellen für die Akkus, sondern auch alle Vorprodukte. Das Pressen des Kathodenmaterials ist der energieintensivste Prozess der Akkufertigungskette und wird zur Gänze in der Gigafactory vollzogen. Die Vorprodukte für die Batteriefertigung müssen bei Tesla also nicht mehr über tausende Kilometer angeliefert werden, was natürlich eine enorme CO2-Reduktion darstellt.
Ja, und weil diese sogenannte Schwedenstudie vielfach missbraucht wurde, haben sich die Wissenschaftler dazu entschlossen, eine Neuauflage herauszubringen. Und das haben sie auch getan, Ende 2019, die sogenannte Schwedenstudie neu. Mit zuverlässigeren und neueren Daten korrigieren die Wissenschaftler ihre Werte, kürzlich auf etwa 61 bis 106 Kilogramm pro Kilowattstunde, also fast um die Hälfte. Dennoch kann man jetzt so einen pauschalen Wert nicht so einfach auf alle E-Autos umsetzen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einerseits wird die Herstellung bei allen Fahrzeugherstellern laufend besser. Zweitens produzieren einige Hersteller bereits komplett fossilfrei. Und drittens hängt viel auch vom verwendeten Strommix in der Produktion als auch später im laufenden Betrieb ab. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist, dass Akkus von Elektroautos nach der Verwendung im E-Auto weiterverwendet werden. Das bedeutet, wenn die Kapazität für den Betrieb im Elektroauto nicht mehr ausreicht, werden diese Akkus genommen und als stationärer Speicher eingesetzt. Das bedeutet dann, dieser Akku ist kein Müll, sondern er wird in einem sogenannten Second Life weiterverwendet. Und nach dem Second Life als stationärer Speicher gibt es bereits gute Möglichkeiten, den Akku eines Elektroautos als auch andere Lithium-Ionen-Akkus zu recyceln. Die Firma Düsenfeld zum Beispiel hat ein Verfahren entwickelt, wo die stoffliche Verwertungsquote bei 85% liegt. In Zukunft wollen sie diese Quote auch noch erhöhen. Der CO2-Fußabdruck wird dadurch nochmal um 40% reduziert im Vergleich zur Neuproduktion. Ich habe euch hier oben nochmal ein Video drangehängt, wo ich diesen Prozess des Recyceln des Akkus genauer beschreibe. Ja, eine pauschale Einschätzung über den CO2-Ausstoß bei Elektroautos ist also weitaus komplexer, als einfach den Mittelwert einer veralteten Studie herzunehmen und ihn mit der Akkugröße zu multiplizieren. Noch dazu, wenn diese alte Studie auf noch ältere Studien basiert, die welche Daten und Fakten einfach nicht mehr den Tatsachen entsprechen. Noch dazu, wenn VW jetzt den ID.3 bilanziell CO2-neutral herstellt und auch Tesla bereits fast CO2-neutral produziert. Was diese Studien aufzeigen, ist leider, wie schnell Falschinformationen die Runden machen. Ja, ich weiß, für viele ist das Elektroauto immer noch sehr abschreckend, gerade deshalb, weil in letzter Zeit viel Fehl- und Falschinformation die Runde gemacht hat. Aber das Elektroauto ist nicht verantwortlich für die hohen Steuern und auch nicht für die Dieselfahrverbote. Das Elektroauto, der Elektromotor ist ein fortschrittlicher Antrieb mit vielen Vorteilen. Und ja, fortschrittliche Entwicklungen, die stoßen leider zu Beginn immer auf massive Gegenwehr. Das liegt an vielen Interessensgruppen, die an alten Strukturen festhalten möchten. Aber um als Menschheit zu wachsen, brauchen wir Fortschritt, gerade wenn wir unsere Lebensqualität erhalten wollen. Und der Elektromotor oder das Elektroauto ist meines Erachtens ein Fortschritt in die richtige Richtung. Ja, ich bin der Matthias und ich mache laufend Videos über Elektroautos und die Elektromobilität. Ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, dann erfährst du auch immer alles über die neuen Videos. Ich freue mich, wenn du dem Video ein Like verpasst, wenn du es teilst. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal. Schalte ein, fahr elektrisch und liebe das Leben. Matthias, ciao.